Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Campingfreunde. Wir sind auf der TMT in Stuttgart und auf dem Stand von Rollerteam. Und hier haben wir einen Advance, aber der ist halt interessant, weil der hat ein Raumbad. Die Messe hier in Stuttgart ist richtig gut besucht. Selbst am Montag heute. Ja, wir haben hier einen Fiat Ducato mit 140 PS. Und das Fahrzeug nennt sich Livingstone 6. Advance Max, der ist 6 Meter lang, also 5,99 und hat einen Grundpreis von 60.359 Euro. Dann kommen hier noch ein paar kleine Ausstattungen dazu, gar nicht viel, 1.999. Und dann kommen wir auf einen Gesamtpreis von 62.358 Euro. Ja, ein sehr interessantes Fahrzeug. Jetzt schauen wir mal, dass wir hineinkommen. Dann gehen wir mal hinein. Ja, ihr seht Kunstlederbezüge, schwarz-weiß oder schwarz-creme. Interessant. Wir haben vorne den Ducato 8 mit dem Radio, mit dem Originalradio, mit dem kleinen Display. Und ja, dann haben wir hier einen großzügigen Tisch. Und was das Schöne an diesem Tisch ist, könnt ihn hochklappen, könnt ganz bequem einsteigen. Aber wirklich, ja, die Sitze haben jetzt auf der Seite recht wenig Seitenhalt, sind auch sehr weich, aber im Rücken sind sie jetzt nicht zu gerade. Ich bin 1,80, habe hier unten natürlich echt Platz. Schaut mal, der Oberschrank, der ist jetzt nicht so tief, bietet aber auch noch ordentlich Platz. Wir haben hinten Fernsehvorbereitung. Hier. Lichtschalter, 230 Volt und da oben noch eine schöne Lichtleiste, die finde ich ganz toll gemacht. Ablagen nochmal, ja, großes Heki. Und da unten haben wir den Sicherungskasten. Ja, machen wir mal wieder zu. Und dann haben wir noch ein Fach für die Schuhe. So, hier haben wir noch mal richtig viel Staumöglichkeit. Schalt mal. Und dann haben wir hier wahrscheinlich eine beheizbaren Abwassertank, wie es scheint. Ich weiß es nicht genau. Vorne ist der schöne Dometic-Kühlschrank, Kompressor-Kühlschrank, den man beidseitig öffnen kann. Man kann von außen schön beladen oder kommt von hier auch super ran. Schöne Beleuchtung hier vorne an der Stirnwand. Und dann das Mineralmaterial hier, sehr schön. Hier haben wir noch den schönen Zweiflämmer, passen richtig große Töpfe rauf. Und hier habt ihr die Möglichkeit, schöne Schnippelfläche. Und da könnt ihr abwaschen. Da ist noch so ein kleiner Wasserhahn. So, dann kann man das zurückbauen. Kann man natürlich einlegen, wie man möchte. Hier sind jetzt kurze Auszüge drin. Sehr schön. Mit Soft Close. Schaut mal, die gehen richtig gut hier. So, dann haben wir hier noch den Oberschrank. Ja, da passen die Teller allerdings nur hochkant rein, ansonsten Tassen super. Dann kommen wir zum, ja, fast zum Schlafzimmer. Hier haben wir so eine Art Raumtrenner noch drin. Da könnt ihr eure Gläser, Weinflasche reinstellen. Hier haben wir noch einen Apothekerauszug. Und wir haben hier Längsbetten in ein 6 Meter Fahrzeug. Wunderbar. Zeige ich mal die Oberschränke. Sehr schön. Und auf der anderen Seite wird sehr interessant. Schaut mal, da habt ihr den Kleiderschrank, könnt den Boden hier auch rausnehmen, diesen Zwischenboden, um lange Kleider zu hängen. Und hier nochmal ein Oberschrank in normaler Größe, aber der ist recht groß, schon recht groß. Hier oben nochmal ein Schrank, geht bis in die Ecken rein. Ein großes Heki. Ups. Ja, diese Lämpchen braucht ihr nur berühren.
gehen die an und aus. Die haben immer so einen USB-Stecker da drinne. Ja, und jetzt werde ich mal die Betten ausmessen. Das wird ja interessant. In einem 6-Meter-Fahrzeug haben wir hier Beifahrerseite 1,90. Ist okay. Und 1,75. Das muss natürlich passen, ne? Bei meiner Frau passt das. Ach ne, wir haben ja noch nicht untergeguckt. Hier wird es auch immer interessant. Schaut mal, wir haben hier noch einen Schrank. Können wir mal hier erstmal reingucken. Ah ja, der Griff ist dafür da. Ihr könnt diesen Schrank auch entnehmen, wenn ihr den nicht braucht. Und hier habt ihr den gleichen Griff. Und hier habt ihr auch die Möglichkeit, den Schrank rauszunehmen. Da sind unten diese Schnellverschlüsse drin. Hier habt ihr, kommt ihr an die Revisionsöffnung, Frischwassertank. Und ihr könnt das natürlich auch hier oben fixieren, wenn ihr wollt. Auf der anderen Seite schauen wir auch mal rein. Da habt ihr da oben ein großes Fach, das könnt ihr hier auch wieder fixieren. Ah ja, da ist die Trummerheizung drin und auf der anderen Seite noch Staumöglichkeiten. Weil wir haben ja unter der Dinette richtig Stauraum. Und jetzt kommen wir zum Raumbad. Schaut mal, wir schließen jetzt hinten die Tür, haben dadurch einen schönen Raumtrenner. So, jetzt schließe ich mal weiter und jetzt nehme ich mal die Kamera mit, weil jetzt mache ich mal zu und ihr könnt hier richtig gut duschen. Schaut mal, weil hier vorne ist der Duschvorhang dann da. Ihr seht, das hier wird eingeklipst und ihr könnt bis hier duschen und habt echt richtig viel Platz. Wir haben hier noch einen Schrank mit Steckdose. Und dahinter verbirgt sich das Waschbecken. Und dort haben wir noch ein Fenster, Handtuchhalter. Wenn man das Bett rausnimmt, schaut mal, da habt ihr den Abfluss vorne und sogar noch einen hinten. Also drei Abflüsse. Das ist doch okay. Ist eine ungewöhnliche Form. Aber dadurch, dass ihr nach innen noch mehr euch hinstellen könnt zum Duschen, habt ihr genügend Platz. Sehr interessantes Bad. 6 Meter Längsbetten. Sieht schon gut aus. Wir haben vorne Rahmenfenster. Schaut mal. Da seht ihr von der Seite in den Schrank. Könnt ihr den beladen. Wenn hier vorne natürlich alles zugepackt ist, kommt man da super von der Seite ran. Und dann haben wir auf der Seite hier den Gaskasten. Kommt man auch immer ran, weil nicht zugepackt ist. Ja, dann zeige ich euch nochmal die TVs. Und richtig stabil. Die sind ja jetzt im Fußbereich, also die halten schon einiges aus. Oben haben wir noch eine Rückfahrkamera. Ja, liebe Campingfreunde, gefällt euch das Fahrzeug? Schreibt es mir in die Kommentare. Wollt ihr noch weitere Videos von diesem Kanal anschauen? Hier von der Messe in Stuttgart. Abonnieren, Glocke. Ciao.